weiter geht es im Dekobau. Vergib mir, Herr, ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe ein Geheimnis preis. Ich will doch aber eure Geheimnis gar nicht wissen. Nie wirst du meine Brüder bezwingen können, wenn du sie nicht in der richtigen Reihenfolge besiegst. Merke dir, 2, 3, 1, was totaler Schwachsinn ist, denn rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt einfach Reva. Also, dieses 2, 3, 1, weiß ich nicht, was das bedeuten soll. 231, wenn jemand weiß, was diese Zahlen wirklich zu bedeuten haben. Weil für die richtige Reihenfolge hat das ja absolut nichts zu tun, weil rechts vor links die goldene Mitte geht vor. Leute, bitte verratet es mir, wenn ihr diese Zahlenkombination wisst, was es sein soll. Hier gibt es natürlich auch eine. Ja. Befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Wenn du findest etwas Interessantes. Ja, es gibt aber auch noch einen ganz anderen Trick nach. Ich weiß nicht, ich will ihn mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und zwar kann man hier so, wenn man so hier und dann. Kann man theoretisch da so drüber kommen. Vielleicht war ich auch einfach zu zeitig. Ich hab's noch nie probiert, ich hab's mal gesehen, hab gedacht, ich probiere es mal aus, mal gucken, ob es funktioniert. Ich bei mir nicht. Warum sollte es auch nicht funktionieren? Ich weiß nicht, ob ich das Spiel haben will. Abtauchen, rumlaufen, warten, bis das Floß wieder da ist. Da kommt es auch schon. Hier kann man auch ein paar Mal runterstürzen. Man hat eigentlich hier eine Menge Zeit, bis es so wieder losgeht, weil es ist hier der erste Tempel, wo man erst so lernen soll, wie alles funktioniert. Ja, okay, dann war ich Och, Navi. Stelle dich vor den Steinblock und halte A gedrückt, so kannst du ihn ziehen oder schieben. Was bin auf, dann musst du dich da vorstellen. Drücke erst nach. Also den Joystick in die Richtung des Blocks und dann A. Achte auf das Symbol. Ja, Navi. Also der Navi ist ja schon grenzwertig. Aber die kann man dann auch später, wenn sie uns das alles so gesagt hat, kann man sie wirklich auch ignorieren. Aber fein. Ist halt wirklich dazu da, um die Sachen zu lernen, wie man was umgeht. Also das Packen anzünden, dazu führen kann, dass sich die Türen öffnen. Hier sollte man natürlich. Soll man einfach geradeaus drüber laufen, damit man dann von den Dingern. Ey! Und hier so eine kleine Hitbox? Oder treffe ich einfach noch nicht richtig? Ah, Überempfindlichkeit. Vom Controller. Jetzt aber. Ach. Dann lass mal. Dann machen wir auch. Dann brauchen wir jetzt immer wieder diese Dekorana, damit man auch genug. Wenn man hier danach den Computer steht, bleibt der Stock halten und verbrennt. Hier ist eine Wand. Die ist ganz, ja, sie sieht anders aus. Mich wundert, dass das Navi hier nicht sagt. Weil normalerweise könnte man hier wirklich, das Navi sagt, oh, guck mal, eine Wand, aber du kriegst sie noch nicht kaputt. Hier kommt man erst mit Bomben da rein. So, und hier sollte man eigentlich geradeaus rüberlaufen, dass man von den Dingern erschlagen wird und so weiter und so weiter. Wie es funktioniert.
mehr. Und hier auch wieder ein kleines Rätsel, wo man jetzt nicht runterfallen darf, was mir früher sehr, sehr häufig passiert ist. So, zack, runter ist das Mal. So, Pech gehabt. So, ja, dann hier auch noch früher irgendwie versucht, hier oben an die Fackeln ranzukommen. Ja, dass man den Block bis vorne an die Kante geschoben hat und versucht hat, an die Fackel ranzukommen. Ich weiß gar nicht, habt ihr solche Sachen auch probiert? Seid ihr auch nicht darauf gekommen, dass man hier das runter, oder was ich auch probiert habe, und zwar hier mit dem Sprungschlitz, also hinauf zu kommen. Und dann hier so ein Sprungschlitz, so zack und scheiße. Ja, solche Sachen habe ich immer bei. Habe ich früher lange probiert, bis ich dann, also wie gesagt, vielleicht war ich wirklich noch ein bisschen zu jung, um so die Rätsel des Spiels einfach verstehen zu können. Aber irgendwann ging es dann, wo ich mir dachte, hey, guck doch mal, man kann das so verschieben. Ich mich da mal durchrollen. Man kann natürlich aber auch sich irgendwie hier so drücken und dann Farbe in der Hand. Aber ich habe mich doch mal durchgeholt. So am rechts von links sollte mir das werden. Wie gesagt, wer es weiß, kann mir gerne Bescheid geben. Wie und was, warum. So soll es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergebt mir, Königin! Schande über mich! Ja, also ein Hinweis darauf, dass man doch die Platz nutzen kann. Ganz regulär machen hier kein Speedrun-Trick, was auch immer. Sondern einfach so, wie ich es früher auch mal gemacht habe. Wie ich früher gespielt habe und so wie ich jetzt auch noch spielen werde. Und egal wie schnell man ist, wie sehr man sich beeilt, man kommt immer zu spät. Hab Dank, Toni.
wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuscht. Da du stehst jetzt am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja, okay. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich versucht. Tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Der Böses in seinem Herzen trägt, das heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt dein Helden zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen, die Geschehnisse zu erinnern. Du bist des Landes letzter Hoffnung. Und begib dich nun zum Schluss. Suche dort die Prinzessin. Nimm sie Teil dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war der Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch legte. Also ich finde ihn so viel schöner. Guck doch mal, wie schön eckig der ist. So wie auch ein Kristall ist. So eckig und kantig
und viel schöner als ein runtergelutschter Bonbon. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Toni. Ich weiß, Toni. Und Navi hilft Toni in deinen Händen. Das fand ich immer traurig. Du hast die Worte des Dekobombs gehört. Nur du kannst Shaibo retten. Lass uns also zum Schluss aufbrechen, Toni. Lebwohl, weißer Dekobomb. Der ist grau und nicht weiß. Das war früher immer so. Warum weiß? Ja, das wird anders geschrieben. Ich weiß. Ich weiß. Reden. Wir dürfen nicht wieder. Hey Toni, was hast du getan? Der Dekobomb. Ja, tot? Wie konntest du das nur tun? Das ist alles deine Schuld. Ja. Was war denn das? Weil du mich nicht durchgelassen hast. Wenn Mido uns durchgelassen hätte, dann wären wir bestimmt gleichzeitig. Schon an hier der mir die versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina annimmst. Da, wo du dich reingesabbert hast? Okay. Die Feen-Ocarina mit einem Andenken an Dahlia. Sie hat da auch schon oft drauf gespielt und ganz viel reingesabbert. Und sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Hyjanische Steppen. Und auf geht unser Abenteuer zum Schloss. Auf zum Schloss. Woher sollen wir wissen, wer das Schloss ist? Wäh! Sei willkommen, Toni. Achso, nee, bist du bereit, Toni? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das ist hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was du dich lernen hast. Doch sei tapfer, lieb und gut und gut. Hast du dich gelebt, so gelangst du zum Schloss. Was? Benutze deine Karte. Na, das war ja wandelnd auf unbekannten Wegen.
irgendwoher bekannt vor. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, ja, entschuldigt, aber... Wenn man so drüber nachdenkt, also ich weiß, ich kenne das irgendwoher. Das liegt nicht an diesem Spiel hier. Dann vielleicht fällt es euch ja ein. Dann schreibt es doch in die Kommentare. Oder es fällt mir noch ein und ich verrate es euch dann einfach, woher man das noch kennen könnte. Mit diesem, irgendwas klingelt da bei mir. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezählt werden. Von der Stadt, um ins Menü zu gelangen, und Z, oder R, um den Kartenbildschirm einzusehen zu können. Auf den Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes ausrufen solltest. Juhu. Hast du alles verstanden? Ja, ich bin ja nicht blöd. So, sei jetzt setze deinen nächsten Wort. Wir sehen uns wieder schon. Ja, jeder, der dich kennt, man sieht sich wirklich, also man sieht sich hier so mehrfach wieder man sieht sich auch in Ruhe. Na! Dass die Eule dann... Ich bin zu blöd rückwärts zu laufen. Also ich weiß, rückwärts zu laufen geht schneller. Aber, na klar. So, dass man vor Sonnenuntergang bis zum Schloss kommt, aber ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht rückwärts zu laufen. Da, ganz, lass den kleinen rein! Lass mich rein! Oh, war knapp. Ja, man kann auch mit dem Kugel durchlaufen, ne? Wenn die Brücke unten ist. Und hier kann man schön Rubine kaufen. Ich hab's irgendwie gemacht. Früher, weil ich nicht wusste, dass man hochlaufen kann, ne? Ich hab mal gewartet, bis Nacht wird. Okay, habe ich gewartet, bis Nacht wird und bin dann erst natürlich reingelaufen. Kann man da halt schöne Rubine kriegen? Kein Putti. Ja, komm mit. Da ist hier mein kleiner Richie wieder. Vielen Dank. Bitte nimm das hier. Warum ist hier zu leise? Marlon jetzt schon weg? Nein, oder? So, und hier gibt es ein... Ich weiß gar nicht, ob es im Original hier auch gibt. Hier kommen wir später nochmal hin, viel, viel später. Und hier in die Tür, ne? Kann man machen, was man will. Man kann hier rein. Okay. Ich glaube, hier war ich noch nie drin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Ja, und die laufen hinterher und... Was? Man kann in dieses Haus gehen? Geil! Also das wusste ich auch noch nicht, dass man hier in dieses Haus reingehen kann.
Ach, ist das cool. Aber ich glaube, tagsüber kann man hier nicht reingehen. Oh, kleine Malon. Achso, ich habe hier noch keine. Hallo, kleines rothaariges Mädchen. Wow, deine Kleidung. Was kriegt man denn sowas? Auf einer Kostümparty? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Malon. Dein Vater gehört dir, Lönlön Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht mehr. Singt ein Lied. So, wir gehen nochmal schnell wieder zurück. Weil. Malon ist wie von Geistern verschwunden. Das ist natürlich nicht. Sie ist uns hinterhergelaufen und steht jetzt hier an der Seite und trallert hier rum. Ach, Toni, hier entlang. Wir wissen, weil die Prinzessin befindet sich im Schloch raus. Da fühlt sie dich vor den Wachen, die du nicht sehen willst. Wisse, hier auf dem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, dann steht die Zeit still. Wenn du weißt, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Tschuhuhu, muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Ich kann einfach nur zuhören. Also ich kenne das Spiel. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Werdest du dort meinen Vater für mich suchen? Bitte, bitte. Sicher ist er eingeschlafen. Macht irgendwo ein Nickelchen. Es ist immer das gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimmt es ja nicht. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Ein Weird Egg. Weirdo Ego. Ein seltsames Ei. Scheint, als würde sich daran etwas bewegen. Was auch was passiert. Ja, also. Mein Opa, der hat früher immer Hühner gezüchtet. Ich weiß zwar nicht, wie man erkennt, ob jetzt hier ein Ei ist oder nicht. Und Malon hat ihre Hände davor. Aber ich glaube, Malon hat hier unter ihren Händen, da wo das Tuch zusammengehalten wird, hat sie, glaube ich, eine Rosa-Brosch. Dann scheint das mache ich auch mal irgendwann. Man erzählt sich, es sei 3:24 Uhr. Also, nenn es nicht was 3:24 Uhr. Was? Das Mädchen von der Farm wollte, dass wir ihren Vater suchen. Vorher muss er lang. Na wie, das ist keine Minute her, wo sie uns das gesagt hat, ne? Und die du wiederholst. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist nicht 3:24 Uhr, das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Mit großer Sicherheit sogar. Wow, du hast ein Ei ausgepult, dein Küken ausgeschlupft. Ich weiß aber nicht, wie man merkt, ob ein Ei bewusst ist. Aber das wollte ich auch nicht sagen. Und zwar wollte ich eigentlich, genau, ich habe einen Faden wiedergefunden. Wollte ich eigentlich sagen, hier wegen diesen Mythenstein, ne? Die erzählen ganz tolle Sachen, wenn man da eine Maske hat. Und irgendwann werde ich das mal machen, dass ich hier mir das alles mal durchlese, was die Mythensteine verwendet haben. Weil teilweise sind sie wirklich sehr, sehr, sehr spannende Hinweise. Also ich glaube zum Beispiel, dass man mit Käfern Löcher machen will, damit das Füller rauskommt oder sowas. Rotlöcher. Sowas sagen die eigentlich, glaube ich, dann weiß ich nicht hier, wie hier ist ja auch das Gürtel da drin, das brauchen aber die sind gestorben und dann sowas erzählen die einen auf. Und dann aber auch solche Sachen, wie Malon drin von einem Kuchen oder sowas, glaube ich, das ist so, das ist nicht, aber das bin ich einfach mal ein bisschen.
Was zum Teufel? Kann man nicht mal für eine Sekunde die Augen zu machen? Herr alter Mario? Weil, eindeutig Mario, oder? Mario ist ein alter Mann, wenn man genau hinguckt. Was hat er da auf seiner Brust? Neben diesem coolen weißen Schuss, genau. Eine große Frucht. Hallo, wer bist du denn? Also, ich bin Charla, Besitzer der London. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um das schon längst zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich mir eingeschlafen sein. Was? Wann und so von mir? Wir kommen hier wieder weg. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh boy, ja, das war so gut. Sondern auch eine Kinderkarte. Sehr gut. Gut. Also da sonst drauf kommen soll, wird man das machen. Aber gut, durch die Tür, da kann man nicht gehen. Wenn man wieder zurückgeht, wird man halt einfach noch von den Wachen wieder erwischt. Und da ist das hier wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die bleibt. Darf man auch nicht zu lange rumdrehen, weil... Weil, wenn es dunkel wird, stehen hier im Vorgarten zwei zusätzliche Wachen. Hier im Burghof, hier vorne. Die einen auf jeden Fall erwischen. Und, ja, dann fliegt man wieder raus. Also, die Prinzessin besuchen wir beim nächsten Part. Und wir... Hier, guck mal, warten, hier steht. Ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie ich und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin, ciao!